Niemand folgt uns. Wir sind Lichtjahre von sämtlichen Imperialen entfernt. Was stimmt da nicht? Wir haben die ganze Galaxis vor uns. Trotzdem weiß ich nicht, wohin. Zum ersten Mal in meinem Leben. Ich hoffe, ihr habt einen Plan. Wir vereinen die Feinde des Imperators. Und ich brauche einen, der mich das lehrt, was Vader nicht konnte. Klingt, als jagten wir immer noch Jedi. Und ich glaube, ich weiß von einem, der vielleicht noch lebt. General Kota? Ja. Als wir kämpften, sagte er, sei Teil meiner Zukunft. Ich hoffe, das stimmt. Auf nach Nar Shaddaa! Prinzessin Leia, es ist eine Ehre, eine Beobachterin vom Senat. Machen wir uns doch nichts vor, Captain Stern. Wir beide wissen, dass ich als Geisel hier bin, damit mein Vater nichts gegen das Imperium sagt. Dann kennen wir ja beide die Lage, Senatorin. Wenn euer Vater den Mund hält, werde ich euch natürlich beschützen. Wenn nicht, werdet ihr das bedauernswerte Opfer eines Wookiee-Aufstands. Die Sklaven sind hirnlose Tiere. Zeigt mir jetzt mein Quartier. Wie ihr wünscht, Prinzessin. General Kota? Ich hab den Tisch bezahlt, also wer du auch bist, hau ab! Ich bin euch durch die Galaxis gefolgt, von Nar Shaddaa bis Yost. Wer bist du? Ein Kopfgeldjäger? Nein, nicht direkt. Ich denke, wir können einander helfen, Jedi. Ich bin kein Jedi. Nicht? Seit... Ich brauche euren Verstand, nicht die Augen, und euer Wissen über den Kampf gegen das Imperium. Niemand besiegt das Imperium, Junge. Ihr solltet hoffen, dass ihr da irrt, General. Da ist er. Erledigt ihn. Da drüben. Bleibt sofort stehen. Hallo. Willkommen zu einem neuen Part The Force Unleashed und die Frames müssen jetzt wieder aufladen. Ah, Texturen müssen erstmal nachladen jetzt. Hey, Starkiller, jetzt nicht chillen. Doch. Hier kann ich nicht kämpfen. Wir kommen zu einer weiteren Folge sozusagen. Ja, eine etwas kürzere Folge diesmal. Ja. Ich weiß sogar, dass da oben einer oder dran ist. Oh, oha. Was denn? Die kenne ich doch. Was kann der? Das ist so eine Wache, aber das ist noch so eine leicht. Ich sag mal leichte Wache. Dann gibt es noch. Das sind die blauen, die kann man leicht töten. Da gibt es die roten, die sind schon schwieriger. Du Leichenschänder, ja. Du. Ja, die Ach, diese kleinen Süßen. Bring die doch nicht um. Da gibt es noch die roten, die sind schon ein bisschen heftiger. Und die schwarzen, die sind dann richtig stark. Das ist ja wie bei Halo mit diesen kleinen Viechern. Die will man auch nicht umbringen, weil die so goldig sind. Ah, genau. Ich kann diese Sturmtruppen einfrieren. Das finde ich gut. Was bringt das? Ich glaube, da kriege ich den Punkt dafür. Jetzt geht auch runter. Will gerade nicht frieren. Habe ich den überhaupt eingefroren? Nein, das will gerade nicht frieren. Ich muss doch warten, bis deine Schrei rauskommt jetzt. Aua. 1 von 10. Na, 10? Wie soll ich denn? Achso. Ja, ich glaube, ich kann das noch irgendwie anders schaffen. Egal. Stopp. War jetzt nicht so. Die sind gar nichts. War jetzt nicht so kompliziert, oder? Nee. Also neue Regel, hört nicht darauf, was der Elias sagt. Wenn er sagt, das ist hart, dann ist das Baby einfach. In bestimmten Felgen? Ist das immer Baby einfach? Ist das eine Regel? Oder wie geht die? Ist das
ist ein wichtiger Punkt. Ja, dann machen wir das mal. Nicht darauf hören, was ich sage. Dafür bin ich ja da. Ja. Nein, Spaß. Warum steht der denn da so rum? Warum hast du den nicht umgebracht? Genau. Nein. Was denn? So friert man die Leute ein. Nein, so nicht. Ja. Ich auch nicht. Bin davon überzeugt, dass das funktioniert. Oh! Ja. Okay, ich bin doch davon überzeugt. Ich rede nicht. Genau. Doch. Immer. Sie sind eingefroren. Was bringt dir das, sie einzufrieren? Wie viele Punkte dann für? Das ist so eine Aufgabe halt. Ah, den hätte ich jetzt einfrieren sollen. Naja. Ich glaube, es kommen noch genug. Ja, da kommen bestimmt noch genug. So schön immer ankommen. Musst du da auf so ein Teil drauf springen? Ah, komm her. Hey, bitte. Warte noch kurz. Na, ach gut. Doch. Gereinigt. 5 von 10. Oh. Das war so ein mächtiger Angriff und das sind Scharfschützen. Ja. Sieht echt lustig aus, wenn die so eingefroren sind. Muss aufpassen, dass du jetzt nicht von dem Scharfschützen da. Ah, verdammt. Verdammt. Was ist los? Boah, Scharfschütze sind nicht echt. Die Fertigen kannst du nicht einfrieren. Junge, bring mir doch mal um den Scharfschütze oder frier den ein oder was auch immer. Hast keinen getroffen. Hast keinen getroffen. Hä? Den hab ich doch getroffen. Ich glaub, du musst das aus nächster Nähe machen. Relativ verschwenderisch mit diesen Boxen um. Ah, sind bestimmt noch nicht da. Joa, hoffen wir es mal, ne? Einfrieren können, aber egal. Komm her. Was für ein Geraffel. Gilt es auch als Einfrieren? Ist das auch so ein Teil? Nein. Nein. Es hat ihn nur umgeschmissen. Wow, was war das für eine krasse Kombo? Ey. Jetpack. Kannst du es klauen? Nee, leider nicht. Schade. Das wär's mal, da rumfliegen. Da. Das ist eins. Hast du das andere da unten noch nicht? Nein, du musst das andere noch da unten holen. Uah. Rechts, links, rechts. Rechts. Geradeaus. Triffst du nicht. Uah. Wow. Uah. Das konnte man aber ungefähr berechnen, also. Berechnen, abschätzen meinst du? Abschätzen, berechnen, sonst was soll. Nicht ganz. Jetpack. Ist schon gelandet. Oh, oder so. Das war geil. Könnt ihr euch etwas schneller bewegen? Der ist völlig dicht, der ist sowas von dicht. Wer der da? Der hat gut an. Ja, Alter! Jetzt wacht er ein bisschen auf. Du hast ihn gerade elektrisiert. Elektrische Felder. Boah, hör mir auf damit. Nein. Wer ist so weit weg? Ein Schiff, angeblich. Nein. Das ist falsch. Das hat es drauf gehabt. Alter, mach mal schneller jetzt dahin. Kannst du den irgendwie tragen oder so? Ja, ich glaube an dieser Stelle beenden wir den Part auch. Ja? Ja. Stell dich mal irgendwo schön hin. Ah, nee, die kommen noch. Gerade schlecht. Die besiegen wir noch. Ist gerade schlecht. Schrei. Ich glaub. Jetzt. Ja. Jetzt können wir Schluss machen. Jo. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ne? Ciao.